Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Police Simulator Patrol Officers. Wir gehen heute wieder auf Nachtschicht und zwar haben wir hier in Callahan Financial Sektor eine Nachtschicht verfügbar und ich würde sagen, die nehmen wir einfach natürlich an. Ist eine Fahrzeugstreifenschicht, Schichtdauer natürlich wieder wie immer 25 Minuten und dann sehen wir uns jetzt ganz kurz den Ladebildschirm an und dann geht's auch schon los. Ja, ich bin mega happy, gerade wieder dieses Spiel spielen zu können. Ich habe jetzt wieder 3-4 Tage lang nicht gespielt und jetzt sind wir wieder zurück und es geht wieder weiter. Es kann sein, dass die Punkte irgendwie ein kleines bisschen anders sind, aber ich denke mal nicht, weil ich hatte zwischenzeitlich mal eine Schicht gestartet gehabt, um ein Short zu erstellen. Ja, ich habe ja keinen zweiten Spielstand oder so, deswegen muss ich hier eine Schicht starten. Ich habe die dann abgebrochen. Wir haben Beschwerden über Raser erhalten. Könnten Sie besonders darauf achten? Verstanden. Ich habe die Schicht dann abgebrochen, damit ihr nichts verpasst beim Levelfortschritt. Ich habe sie auf eine sehr nette Art und Weise abgebrochen. Ich habe einen Fußgänger überfahren. Und ich will nicht sagen, wie die Person über die Straße geflogen ist. Aber egal. Hat ja keiner gesehen. Nee, wäre eigentlich zu lustig gewesen, wenn ich das aufgenommen hätte. Aber ich habe es leider nicht aufgenommen. Aber egal. Natürlich macht man das nicht. Aber ich musste die Schicht irgendwie abbrechen. Nehmen einen leichten Unfall auf. Nee, würde ich sagen, machen wir nicht. Ich bin gerade überlegen, mit welchem Fahrzeug wir auf Streife gehen. Ich bin fast dafür, dass wir wieder den Geländewagen nehmen. Ich glaube, wir hatten in einer der letzten Schichten den Smart gehabt, oder? Ich bin mir da echt nicht mehr sicher. Aber macht nichts. Wir nehmen auf jeden Fall jetzt den Geländewagen. Wir können mal wieder bei einer Fußstreife den Smart nehmen und damit durch die Gegend fahren. Verkehrskontrolle, nö. So, schalt man gerade mal das Licht ein. Ja, ich bin so am Überlegen, ob ich für alle Fahrzeuge von dem Spiel mal ein kleines Short erstelle. Weil eigentlich finde ich es ganz cool, wenn man in so kleinen Short, in so einem Minutenvideo die Fahrzeuge so ein bisschen sieht. Ja, in jedem Short nur ein Fahrzeug mal so ein bisschen gezeigt, vorgestellt, damit die ganzen Leute wissen, okay, das Fahrzeug erwartet mich, das Fahrzeug würde mich erwarten, das würde mich erwarten. Würde ich gar nicht so schlecht finden. Also deswegen bin ich ja so überlegen, ob ich das mache oder nicht. Ich meine, es war jetzt von den Views her nicht so das größte Ergebnis oder das beste Ergebnis, was man haben kann. Aber das ist sowieso immer so eine Sache. Also YouTube-Shorts gehen sowieso extrem gerne mal unter, sagen wir es mal so. Das ist selten, dass YouTube-Shorts da irgendwie mal durch die Decke gehen und die Dinger ein paar tausend Views erreichen. Das ist sehr, sehr selten. Schwerer Unfall, würde ich sagen, nehmen wir an, oder? So, das war die falsche Taste. Das ist das Blaulicht. So, Sirene war vorher an, aber ich habe die falsche Taste gedrückt. Ja, erstmal wieder reinkommen. So, wir geben mal Gas. Ein schwerer Unfall. Hallo, gute Frau. Sag mal, was ist denn los bei der? Noch frecher geht's nicht. Zum Glück vorausschauender Fahrer. Ich hab's früh genug wahrgenommen. Okay, da qualmt jemand ganz gewaltig. Und da qualmt der Nächste ganz gewaltig. Wir haben wieder viel zu tun, theoretisch. Aber wir kennen das ja mittlerweile. So, Blinker mal an. Wir fahren hier links. So, immer schön die Sirenen durchschalten, damit die Fahrzeuge einen wahrnehmen. Macht ihr Platz oder muss ich mich rechts vorbeischlängeln? Okay, jetzt kann ich mich rechts nicht mehr vorbeischlängeln. Und dann rennt die Nächste über die Straße und will überfahren werden. Ja, moin. Ja, gut, lauf du auch weiter. Macht überhaupt nichts. Sag mal, was ist denn hier los wieder? Was ist denn hier wieder los? Ich fahre zu schnell, ist doch kackegal. Ich bin doch da. So, okay. Ich bin am Unfallort angekommen und beginne mit der Unfallaufnahme. Dann stellen wir uns hier mal so quer hin. Dann ist die Straße quasi dicht für die ganzen Fahrzeuge. Und das ist das Schöne bei dem Geländewagen, finde ich. Du kannst damit einfach 2 bis 3 Spuren dicht machen. Okay, 3 Spuren ist vielleicht ein bisschen eng, aber locker 2 Spuren. Wenn wir jetzt den Smart hätten, könnten wir vielleicht eine Spur dicht machen, die andere nicht so wirklich. Und mit dem sind wir einfach komplett safe, was das betrifft. So, schwerer Unfall. Dann ist natürlich die Frage, ist irgendjemand verletzt? Hallo, ich komme gleich zu Ihnen und spreche gleich mit euch allen, aber ich will erstmal gucken, haben wir irgendwelche Verletzten hier vor Ort? Ja, ebenso. Hallo. Hallo. Okay, wir haben auf den ersten Blick keine Verletzten. Das ist doch schon mal eine sehr wichtige, gute Sache. Dann bin ich ja schon mal ein bisschen beruhigter und ich will gerade mal nachgucken. Ich habe keine Notlichter dabei. Ich hoffe, ich habe hier in dem Geländewagen jetzt schon aufgefüllt. Ich bin mir da nicht sicher. Ausrüstung? Müsste was dabei sein. Genau, ich habe hier doppelt Notlichter drin. Das ist natürlich super.
Das ist natürlich super. Dann kann ich hier ein paar Notlichter erstmal verteilen, damit wir so ein bisschen wenigstens absichern. Ja, wir sind in dem Bereich, in dem ich wieder diese Notlichter hinschmeißen soll. Ich finde das ja immer so ein bisschen schwachsinnig platziert, aber mein Gott, ich mach's halt. Ich würde es hier vorne wichtig finden beim Taxi vielleicht, dass man da nochmal sich so einen kleinen Sicherheitsbereich einrichtet, aber ansonsten hinter dem Streifenwagen ergibt eigentlich nicht ganz so viel Sinn. So, vielleicht hier nochmal so eine kleine Trennlinie erstellen. Hier nochmal eine Fackel in Schmeisens Eck. Das. Also, ja, klar, wir können jetzt hier auch nochmal ein paar hinschmeißen. Haben wir ja auch nochmal so ein bisschen abgetrennt. Dass die Autofahrer, die entgegenkommen, sehen. Och, hier sollte ich vielleicht ein bisschen Abstand einhalten. So. Ich brauche mehr Notlichter, um den Bereich abzusichern. Ja, ich habe ja noch mehr Notlichter. Aber bis ich wahrscheinlich alle Notlichter verteilt habe, sind die anderen schon wieder ausgegangen. Ich bin ja gut ausgestattet. Ich habe hier ja doppelt Notlichter dabei. So, schmeißen wir hier nochmal hin, dass wir ganz viele blaue Punkte bekommen. Okay, jetzt ist korrekt abgesichert. Jetzt ist in Ordnung. Jetzt sagt das Spiel, ist okay. Ja. Wie gesagt, bis ich hier anfange zu reden, sind die schon alle bestimmt ausgebrannt. Gut, sprechen wir erstmal mit ihr, dass ich sie vielleicht hier schnell von der Straße mal runterbekomme. Hallo, was ist passiert? Was haben Sie gesehen? Dieser Fahrer hat die Geschwindigkeitsbegrenzung missachtet. Sie müssen ihn verhaften, Officer. So, die gerade fleißig am Telefonieren ist, alles klar. Bestimmt hat sie auch während dem Autofahren telefoniert, oder? Würden Sie mir bitte Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein zeigen? Okay, Officer, bitteschön. Okay. Ja, mir wurde auch übrigens in die Kommentare geschrieben, dass man bei einem Unfall bei allen Personen ohne irgendwelche Strafe Alkoholtest machen kann und Drogentest. Ich mache das nur persönlich nicht wirklich, weil man braucht ja schon irgendwie einen Verdacht, um das dann zu machen. Also die Polizei, wenn du jetzt einen Unfall gebaut hast, kommt ja auch nicht die Polizei an. Und obwohl du nüchtern Eindruck machst, wirst du Tests unterzogen. Nein, das macht die ja auch in der Realität nicht. Deswegen habe ich das auch nicht gemacht. Ich meine, danke nochmal für den Hinweis. Also man kriegt da vom Spiel keine Strafe, aber ich persönlich finde es halt übertrieben. Und dann verzichte ich lieber so ein bisschen auf die Fortschrittspunkte bei dem Unfall, ehrlich gesagt. Als wenn ich hier jetzt komplett alles bei jedem Drogentest mache, die Fahrzeuge kontrolliere und so weiter. Wir finden meistens genügend Sachen, die wir irgendwie den Leuten reinwürgen können. So, gucken wir doch gerade nochmal nach. Wir haben hier Emilio Kfouri. Gesundheit. Diese Namen in dem Spiel. 24.12.2023 ist das Ablaufdatum, also als Weihnachtsgeschenk muss er sich einen neuen Ausweis besorgen. Sehr schön. Passt aber, wir haben nämlich in-game den 1.12.2022. Das heißt, er ist noch gültig. Geburtsdatum 22.03.1992. Ablaufdatum ist hier der 11.07.2022. Das heißt, Versicherung ist abgelaufen von dem Auto. Ja, wunderbar. Da haben wir doch schon mal die erste Sache. Diese Person scheint Angst zu haben. Ja, glaube ich. Sie kriegt auch jetzt direkt schon mal einen Verstoß, weil die Versicherung von dem Fahrzeug ist abgelaufen. Beziehungsweise, ich will erstmal gucken, ist das wirklich das Fahrzeug, mit dem sie unterwegs ist. Wir haben hier Nummernschild 8AT962. Gucken wir doch gerade mal in den schlauen Computer rein. 8AT962, genau, hier ist auch hinterlegt, ungültig, ist also das Fahrzeug, was wir gerade auf dem Perso hatten, somit, beziehungsweise auf dem Versicherungsschein hatten, deswegen kriegt sie schon mal die erste Strafe rein. Und zwar, Fahrer, kein Versicherungsschutz, ist nämlich abgelaufen. Das gibt einen Strafzettel. Und nicht erst seit gestern. Versicherungsschutzes. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Ja. Diese Person scheint wirklich traurig zu sein, tut mir wirklich leid, aber... ist halt abgelaufen, kann man nichts machen. Übrigens habe ich gerade nicht geguckt, ob wir irgendwie einen Haftbefehl offen haben oder so. Nein, ist nicht offen. Verkauf von Betäubungsmitteln, die haben hier alle so dermaßen viel Dreck am Stecken. Das ist echt unglaublich in dieser Stadt. Das ist echt unglaublich. So, hallo. Zu Ihnen komme ich gleich. Oder doch jetzt? Ah, komm, ich befrage Sie jetzt. Sie ist nämlich die Beschuldigte, dass sie irgendwie zu schnell gefahren ist. Deswegen wollte ich da vielleicht zum Schluss erstmal noch weitere Meinungen reinholen. Aber gut, ich frage jetzt schon mal, was sie so zu schildern hat. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich hatte es sehr eilig und war etwas zu schnell. Okay, sorry. Sie gibt's zu. Das ist doch wenigstens schon mal ein Anfang. Ich möchte gerne Ihren Personalausweis und Ihre Versicherung sehen, bitte. Natürlich, Officer, bitteschön.
Ja, vom Bild her würde ich sagen, passt. Clara Issa passt auch. Ablaufdatum 11.08.2025 ist auch in Ordnung. Geburtsdatum 22.09.1990. Passt. Ausstellungsdatum 11.08.2020. Alles klar. Ablaufdatum haben wir hier von der Versicherung. Das ist immer das rot-weiße Kärtchen. Der 13.09.2024. Ja, ist also noch gültig. Geburtsdatum passt auch mit dem auf dem Perso überein. Der Name passt. Viertürer 5. BDV50 ist angeblich das Nummernschild. Da wollen wir doch gerade mal nachgucken, oder? Haben wir hier noch ein Nummernschild dran? Ja, es schwebt vor der Lampe. 5BDV50, passt. Der gesprungene Windschutzscheibe. Ach was, liebes Spiel. Das Auto hat ja auch gerade einen Unfall gehabt. Gut, gucken wir doch gerade mal im System nach. Haben wir da irgendwas hinterlegt? Kein offener Haftbefehl. Sie hatte auch schon Cannabis am Steuer, wurde dafür verurteilt. Sie hatte eine schwere Körperverletzung, dafür verurteilt. Sie wurde sogar wegen Cybermobbing verurteilt. Das ist ja sowieso so ein Thema. Cybermobbing, beziehungsweise Internet-Eier, Rambos, Internet-Rambos gibt es ja auch ganz häufig. Wird sowieso meiner Meinung nach viel zu wenig geahndet. Aber gut, sie wurde verurteilt wegen Cybermobbing, ist auch eine schöne Sache. Auferlegtes Bußgeld hat sie auch schon bekommen wegen Umweltverschmutzung. Wunderbar. Also sie hat auch schon ein bisschen Dreck am Stecken. Na gut, gucken wir doch gerade mal, was er so zu sagen hat. Hallo. Können Sie mir sagen, was Sie gesehen haben? Diese Person war ganz sicher zu schnell. Ja, also es ist jetzt zum zweiten Mal bestätigt worden, beziehungsweise die Fahrerin, die zu schnell war, die hat es ja selber schon eigentlich zugegeben. Hier bei den Befragungen ergibt es wenigstens Sinn, wenn ich jetzt wieder so einen Seitenhieb zum Automann-Polizeisimulator austeilen darf. Bei dem Spiel ergibt es einfach überhaupt keinen Sinn mit den Befragungen. Hier ergibt es wenigstens auf irgendeine Art und Weise Sinn und die Personen sagen alle eine Sache, die übereinstimmt und beschuldigen meistens eine Person. So ist es ja eigentlich auch richtig. Na gut, wir fragen ihn mal nach dem Führerschein. Zeigen Sie mir bitte Ihren Ausweis und die Fahrzeugversicherung. Klar, bitte sehr, Officer. Jawohl. Wen haben wir denn da? Frank Larsen. Geburtsdatum 16.09.1997. Ablaufdatum von dem Führerschein bzw. / Perso ist der 4.05.2023. Ist also auch noch in Ordnung. Das müsste auch passen hier. 27.08.2024 ist Ablaufdatum. Somit gibt es da auch keine Probleme. Kennzeichen wäre 6AK416. Da gucken wir doch gerade mal ganz kurz nach, oder? Ich verlasse dafür mal kurz das Gespräch und dann gehen wir doch gerade mal hier gucken. 6AK416. Ich glaube, das müsste das sein, was wir hatten. Genau, das passt alles soweit. Waffenschein, nein, kein offener Haftbefehl. Selbst er wurde schon verurteilt wegen Alkohol am Steuer. Ich würde hier gerne mal eine Person wieder entdecken, die wegen noch nichts irgendwie schon mal eine Vorstrafe hat oder so. Einfach mal ein leeres Vorstrafenregister wäre wirklich wunderbar. So, ich brauche natürlich noch ein schönes Fotochen von dem ganzen Unfall. Ist nur die Frage, wie wir das am besten gestalten. Ich finde, unser Streifenwagen müsste da auf jeden Fall mit drauf. So werden wir wahrscheinlich zu nah ranzoomen. Genau, das ist immer... Ich würde mir in dem Spiel hier wirklich so einen richtigen Fotomodus wünschen. Das wäre wirklich wunderbar. Es gibt so viele Spiele, die das haben. Und ein Spiel, wo man so coole Bilder eigentlich vom Streifenwagen machen könnte, hat es nicht. Das ist dann immer so ein bisschen schade. Ich meine, ich versuche hier immer so ein bisschen rumzutricksen, da einigermaßen gescheite Bilder bei rauszubekommen, aber das ist halt gar nicht so easy. Na gut, so, ihn haben wir auch befragt. Dann machen wir hier weiter. Hey. Guten Tag. Ja, hey, kann ich helfen? Oder irgendwelche Probleme? Oder einfach nur ein Hey? Hallo, Bürger. Hallo, Bürger. Danke fürs Abhalten von der Arbeit. So, okay. Was haben Sie gesehen? Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich bin immer noch geschockt. Ich muss erst mal wieder den Kopf freikriegen. Ja, okay, er hat also nicht wirklich was zu sagen. Guck mal einfach nochmal. Führerschein und Versicherungskarte, bitte. Uns die Dokumente an. Ja, natürlich, Officer. Ja, natürlich. So, Carlo Song. Ablaufdatum ist der 25.12.2024. Ist also auch noch voll in Ordnung. 8.12.2023 ist auch voll in Ordnung, Ablaufdatum. Geburtsdatum stimmt überein, 25.06.1988. Kennzeichen ist 6AH380. Okay. Gucken wir doch gerade nochmal nach. Ich habe gerade Müllfallen gehört. 6AH380. Alles klar. Ja, gut. Was mich jetzt halt noch interessieren würde, ist, warum ist sie zu schnell gefahren? Aber sie macht auf mich jetzt nicht wirklich einen Eindruck, als wäre sie irgendwie besoffen. Wobei.
Hatte sie irgendwelche Vorstrafen, Alkohol, Drogen? Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Gucken wir doch gerade einfach mal ganz schnell nach. Das ist sie hier. Cannabis am Steuer. Sie hat gerade so kurz ein bisschen rumgeschwankt. Aber nö, sie steht eigentlich voll stabil da. Alles klar. Ja gut, machen wir erstmal Fotos und dann überlege ich mir, ob wir da mal einen Test machen, weil sie hat halt schon diese Vorstrafe in dem Bereich und sie ist zu schnell gefahren. Ich meine, zu schnell fahren ist jetzt nicht wirklich was, was mit Drogen oder Alkohol zusammenhängt, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Klar, wenn man natürlich betrunken ist oder Drogen genommen hat, kann es natürlich sein, dass die Personen ein bisschen neben der Spur sind und nicht mehr an so Sachen sich halten. Ja, das ist ja ganz klar, können auch nicht mehr die Spur halten, wenn man Pech hat und so weiter und so fort. Fahren ein bisschen schneller, vielleicht auch ein bisschen langsamer meistens. Aber ich glaube. Schön, Sie zu sehen, Officer. Bei ihr haben wir jetzt wirklich nicht so den Verdacht, dass wir das da irgendwie nachgehen müssten. Und Raser sind meistens irgendwelche, ja, Leute, die meinen, denen gehört die Straße. Die Gesetze gelten nicht für die. Da erlebt man manchmal auch Situationen auf der Straße, denkt man sich auch, wie unnötig ist eigentlich das Überholmanöver jetzt gewesen oder wie dumm muss man eigentlich sein. Ich finde es ja immer geil, wenn man irgendwie überholt wird, direkt, man fährt im Ort 50 oder 55, ich habe dann immer meine Geschwindigkeitsbegrenzung so eingestellt, meine Geschwindigkeitslimitierung zum Beispiel im Ort 55, dann kann ich nicht schneller fahren. Sobald ich das Ortsschild passiere oder kurz vor dem Ortsschild bin, knipse ich die Begrenzung aus oder stelle die hoch auf 100 und gebe eigentlich fast Vollgas. Da wird man schön schnell hochbeschleunigt. Und dann gibt es immer Leute, die meinen, sie müssten dann irgendwie direkt beim Ortsschild zum Überholen ansetzen, während ich auch am Beschleunigen bin. Und dann haben die keine Chance. Da denke ich mir auch mal, Alter, wie unnötig ist dann dieser Versuch gewesen, beziehungsweise wie dumm ist dann eigentlich dieses Überholmanöver gewesen, weil es hat einfach unendlich lange gedauert. Ich meine, klar, ich sollte dann eigentlich vom Gas gehen und sollte mich rollen lassen, damit der andere schnell vorbeikommt. Aber ich denke mir halt, hallo, soll ich solchen Idioten noch irgendwie dann das Leben leichter machen oder was? Obwohl es unnötig wie sonst was ist? Keine Ahnung. Ich glaube, das macht niemand. Genauso überholen an unübersichtlichen Stellen. Zum Beispiel, wir haben hier eine Brücke, da ist so eine richtig wunderschöne Kuppe und kein Fahrradweg, da fahren Fahrradfahrer lang, was ich auch verstehe, weil es gibt einfach keine alternative Route, wo man sicher entlang fahren könnte. Da war doch gerade noch ein Punkt. Und da überholen so viele Autofahrer kurz vor der Kuppel. Du kannst nicht drüber gucken. Da kommen Autos mit 100 km/h dir entgegen. Und da fangen die an zu überholen. Ja, wo ich dann gechillt in den zweiten Gang schalte und lasse mein Auto ganz normal hochrollen, quasi. Kein Gas geben, einfach im zweiten Gang hochrollen lassen, der schafft es schon. Und dann überholst du halt nach der Kuppel. Ja, beziehungsweise vor dieser Kuppel ist sowieso auch eine durchgezogene Linie. Du dürftest theoretisch gar nicht auf die andere Spur rüber, aber das ist vielen so egal. Da wird dann überholt und auf einmal kommen die Autos entgegen. Ja, während du noch 100 Sachen drauf hast. Das ist so unnötig manchmal. So unnötig dumm. Und man macht ja auch nicht wirklich Zeit gut. Ob ich jetzt dem Fahrradfahrer 10 Sekunden hinterher rolle und dann weiterfahre, es macht am Ende keinerlei Unterschied in der Zeit aus. So, da haben wir auch noch einen Punkt. Ja, ich durchsuche hier gerade ganz genau, weil wir haben noch nicht so viele Punkte erhalten. Aber es ist mehr als genug. So, ich glaube, viel mehr finde ich auch nicht. Man macht halt in den meisten Fällen, die meisten Leute, die irgendwie total sinnlos überholen, die trifft man an der nächsten Ampel wieder, weil sie rot war. Dann steht man direkt hinter denen und denkt sich so, ja, das gefährliche Manöver hat sich voll gelohnt. Das ist dann wirklich immer so ein bisschen peinlich. Aber, naja. Manche brauchen das. Sind die Kings von der Straße, da wird irgendwie nicht weitergedacht, kein vorausschauendes Fahren, kein Respekt davor, dass sie irgendwie 1,5 bis 2 Tonnen da irgendwie bewegen und dass es eigentlich die reinste Waffe ist im Endeffekt. Das ist ja immer das, wo ich auch meine, bei manchen, da haben wir noch einen Spiegel, den fotografieren wir noch ab. Ich bin ja fast manchmal dafür, dass man irgendwie so einen psychologischen Test macht, ob man fürs Autofahren geeignet ist oder nicht. Weil bei dem, was heutzutage auf der Straße los ist, fällt einem einfach nichts mehr ein. Aber naja, ich will ja nicht so drüber schimpfen. Es gibt auch sehr viele ordentliche Autofahrer, das auf jeden Fall auch. Na gut. So, ich würde mal anfangen, die Unfallberichte auszuteilen. Wobei ich bei ihr halt immer noch am Überlegen bin. Sie ist schon verurteilt worden wegen Drogen am Steuer und so weiter und so fort. Sie ist die Verursacherin eigentlich von dem Unfall. Sie war zu schnell. Die anderen Autos, warum, wenn die zu schnell waren, die anderen ihr draufgefahren sind? Ich habe keine Ahnung, aber
Komm, wir machen einfach mal einen Test. Sehen, ob sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Sie hat halt schon diese Verurteilung. Ja, Amphetamin. Die Amphetamin. Gut. Alles klar. Ich wollte jetzt halt nachgucken. Wir haben zwei Zeugenaussagen, die sagen, sie war zu schnell. Wir haben bei ihr im Computer gesehen, sie ist schon mal mit Drogen am Steuer gefahren. Deswegen wollte ich das jetzt einfach mal testen bei ihr. Bitte kooperieren Sie friedlich, während ich teste, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Und hat sogar noch ein bisschen getrunken. Okay, aber das ist nicht, nicht über dem Limit. Also das passt soweit. So, wir nehmen sie fest wegen Betäubungsmittel. Sie hatte Amphetamin, glaube ich, war es. Ja, ich glaube ja. Sie sind festgenommen, da sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren sind. Bitte kooperieren Sie und gehen Sie auf den Bürgersteig. Bitte, Officer! Ja, dann gucken wir auch mal durch, ob wir im Auto noch irgendwas finden. Ja, wenn wir so schon sie unter Drogeneinfluss hier haben, dann haben wir meiner Meinung nach mehr als jedes Recht, ins Fahrzeug reinzugucken. Okay, sie hat auch noch ein Springmesser dabei. Ich will gerade nochmal nachschauen bei ihr. Hat sie irgendwie einen Waffenschein? Waffenschein, ja. Aber Springmesser fällt eigentlich nicht unter das Waffenscheingesetz, glaube ich. Springmesser sind, glaube ich, generell verboten. Ich weiß nicht, ob das hier im Spiel genauso ist, aber ich glaube, in der Realität sind Springmesser generell verboten. Handfeuerwaffe, ja, es kann aber okay sein. Officer? Officer? Oh Gott, ich hoffe, wir backen da jetzt nicht irgendwie fest, wenn ich jetzt der Position des Fahrzeugs da kontrolliere. Etwas Plastik. Sie ist festgenommen wegen Plastik. Ja, ich glaube, ich würde ihr noch eine reinwürgen wegen dem Springmesser. Probieren wir's. Ich glaube, ich habe es zwar schon mal probiert und das war dann irgendwie falsch. Nein, ich wollte eigentlich nicht nochmal vorne reingucken. Ich wollte eigentlich bei der hinteren Tür gucken. Der guckt das jetzt hundertprozentig wieder vorne rein. Ich wusste es. Okay, die hintere Tür können wir nicht kontrollieren, weil das andere Fahrzeug da noch steht. Ist aber auch in Ordnung. Ja, also ich glaube, wir haben genug Gründe. Grund für den Vorwurf, ich würde jetzt noch sagen, illegaler Waffenbesitz. Mitführen eines Springmessers. Machen wir es so. Sie führen ein Springmesser mit sich. Was? Ja, was? Okay. Dann, ich gebe ihr mal den Unfallbericht. Hier, Ihr Unfallbericht. Danke, Officer. Jetzt waren wir fast die ganze Folge wieder hier bei dem Unfall beschäftigt. Naja, so ist es halt. Gut. Ich würde sie abholen lassen. Ja, das dauert ja eh wieder, bis das Fahrzeug da ist, bis die dann weggebracht ist. Dauert lange. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person. Ich darf persönlich noch keine Person mitnehmen, soweit ich weiß. Ich bin ein Police Officer, der eigentlich zu gar nichts befugt ist aktuell noch. Aber naja. Gut. Gute Frau. Ich gebe Ihnen einmal den Unfallbericht. Alles klar. Hier ist Ihr Unfallbericht. Vielen Dank, Officer. Und dann können Sie den Unfallort eigentlich auch verlassen, weil... Ja, gut. Die Seitenscheibe ist ein bisschen kaputt. Ansonsten, das Auto hat ja eigentlich nicht wirklich was abgekriegt. Oder ja, der Kofferraum hier hinten. Aber damit könntest du theoretisch noch in die Werkstatt fahren. Wollen Sie noch fahren, oder? Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. Ich würde Sie in die nächste Werkstatt fahren lassen. Wenn Sie möchten. Nee, sie will nicht. Okay, dann schleppen wir das Fahrzeug einfach mal ab. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte den Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. Genauso wie das Auto. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? So, ihm geben wir auch den Unfallbericht. Scheint in Ordnung zu sein. Danke, Officer. Das ist jetzt wieder so ein Standort hier, wo einfach kein Abschleppwagen kommt, wo einfach kein weiterer Polizeiwagen irgendwie herkommt, um die andere Person mitzunehmen. Oh, es ist doch jemand da. Ist aber wahrscheinlich hierher gelaufen komplett. Aber Abschlepper kommen aktuell keine. Gut, ich rufe mal einen Abschlepper. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Aktuell keiner verfügbar, ich weiß. Ihr Standort ist schwer zu erreichen. Wir können nicht sofort kommen, aber wir kümmern uns innerhalb von 24 Stunden. Okay, hier ist Ihr Unfall. Das ist so ein Witz. Danke, Officer. Diesen Abschleppern. Gut. Ihr Fahrzeug lasse ich auch abschleppen. Hallo, Officer. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Der Typ dahin geht mir schon ein bisschen auf den Keks. Einen Abschleppwagen an meine Hallo, Officer? Position. Hallo, Officer? Hallo, Officer? Wie oft soll ich Sie denn noch begrüßen? Jetzt mal ehrlich, wie oft soll ich Sie noch begrüßen? Es reicht jetzt, danke. Ja, okay, Abschlepper steht jetzt in Stau, schwer zu erreichende Position, gerade keiner verfügbar. Also ich habe jetzt alle Ausreden gehört, also ich glaube, wir können hier weggehen. Ich habe alles gehört, was ich hören wollte. Ich habe alles gehört. Na gut. Wir verlassen mal den Einsatzort.
Und ich sehe hier ein Fahrzeug, welches ich gerne ein bisschen... Ja, wir sind weit gekommen, welches ich gerne einen Strafzettel verpassen würde. Wir sollten eigentlich in der Schicht... Wir sollten eigentlich in der Schicht... Ich bin gerade in einer anderen... Mit der Radarpistole ein bisschen messen, aber... Gut, hat sich jetzt halt nicht ergeben. Und dann sieht man mal, wie schnell 25 Minuten rum sind, wenn man so einen Unfall hat. Und man hat ja halt theoretisch bei dem Spiel hier alle 2 Minuten irgendeinen fetten Unfall. Also man kommt da mit der Schicht sehr schnell. Beziehungsweise an die Belastungsgrenze, weil man kann gar nicht so viel machen, wie man eigentlich hier gerne machen würde. So, die Schicht ist um. Wir fahren hier also jetzt mal rechts entlang. Ist eine Einbahnstraße. Das finde ich in dem Spiel ja auch mal so verwirrend. Oh, wir haben 304 Punkte für den Unfall bekommen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wo ist denn die nächstgelegene Wache? Die wäre in die Richtung. Wunderbar. Egal, wir fahren jetzt so in die Richtung. Ich habe zwar Schichtende, aber ey, über Rot fahren muss man auch nicht. Mal gucken, ob ich Ärger kriege, weil ich jetzt nach der Schicht noch jemanden bestrafe. Aber der ist doch mega über Rot gefahren. Was macht er? Was macht er? Was macht er? Er sucht immer noch einen Parkplatz. Ja, da war ja nichts frei. Die ganze Strecke war ja nichts frei. Bleibt er auch irgendwann mal stehen? Ja, geht doch. Scheiß Parkplatz. Der ist wirklich beschissen. Wie soll ich denn mit meiner Karre mich da hinstellen? Ich bleib hier stehen. Blaulicht an. Und gut, er ist... Okay, ich glaube, er ist seinen Lappen erstmal los. Hallo, der Herr. Ich halte Sie an, weil Sie sind über eine rote Ampel gefahren. Ich habe Sie angehalten, weil Sie über Rot gefahren sind. Da haben Sie nicht richtig geguckt. Es war noch grün. Also, ich habe da gestanden, habe 3 rote Ampeln vor mir gesehen. Ich... Ich glaube nicht, dass ich geträumt habe, ich weiß es nicht. Führerschein und Fahrzeugschein, bitte. Ja, Officer, bitteschön. Ich hoffe, ich kriege keinen Ärger wegen Schichtüberziehung. So, Kyung Shul Makinen. Ablaufdatum 2.10.2022 ist abgelaufen, das weiß ich. Wir waren schon Dezember oder November rum. Das ist in Ordnung, das ist aber abgelaufen. Das ist natürlich doof. Ausweichstatus abgelaufen. Waffenschein? Nein. Offener Haftbefehl? Nein. Zulassungsstatus? Ungültig. Gut. Ich wollte gerade nochmal schnell nachschauen, ob das wirklich das Auto ist, was er gerade hier fährt. Und dann kriegt er ein paar auf den Deckel. Ich sehe das Nummernschild nicht. 7P0110. So, der Herr. Dann haben wir hier ein paar Problemchen. Fahren. Wegen roter Ampel überfahren. So, er kriegt dafür einen Strafzettel. Einen Strafzettel und ein Bußgeld zwischen 120 ich fand, und 250 ich fand seine Aussage war auch mega frech. So viel für so eine kleine Sache? Rote Ampel überfahren, eine kleine Sache. Okay, dann machen wir gerade mal weiter. Fahrzeug, die Zulassung war abgelaufen, oder? Beziehungsweise Versicherungsschutz. Ne, Zulassung war ungültig, genau. Versicherung war noch in Ordnung, aber die Zulassung war abgelaufen. Das heißt, er hat eigentlich kein Nummernschild mehr. So, Strafzettel. Sie bekommen einen Strafzettel und ein Bußgeld zwischen 50 und 250 Dollar wegen Führens eines Fahrzeugs mit abgelaufenem Kennzeichen. Warum ist das so teuer? Und dann hatten wir hier gesehen, Ausweichstatus ist abgelaufen. Dafür kriegt er nochmal eine rein. Und zwar ist das auch nochmal eine schöne Strafe. Bußgeld zwischen 75 und 100 Dollar wegen Mitführens eines abgelaufenen Ausweises belegt. Hat er aber auch mehr als verdient. So, ich hoffe, ich habe jetzt so auf den ersten Blick alles Mögliche abgehandelt. Aber ich muss auch jetzt wirklich langsam mal zum Schichtende kommen. Nummernschild ist abgelaufen, ist eigentlich nicht mehr gültig. Das heißt, er muss eigentlich aussteigen, Fahrzeug muss abgeschleppt werden, weil er fährt ohne Nummernschild durch die Gegend. So, steigen Sie bitte langsam aus dem Wagen und gehen Sie auf den Bürgersteig. Kriegt er das auch noch aufgebrummt. Hallo, guten selber. So, das Fahrzeug lassen wir abschleppen. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie wo mir laufen einen Sie Abschleppwagen hin? An meine aktuelle Position. Ihr Standort ist schwer zu erreichen. Wir können nicht so Entschuldigung. Wir kümmern uns innerhalb von 24 vielleicht mal nicht aufs Handy gucken. Wir lassen ihn laufen. Das war's. Sie können fahren. Sie können fahren. Ihr Fahrzeug wird aber abgeschleppt. Schönen Tag noch. So, den haben wir jetzt richtig eine reingewirkt. Ich fand die Antwort auch frech mit der roten Ampel. Das hat er verdient. Das hat er verdient gehabt. Das hat sich auf jeden Fall nochmal gelohnt. Ich hoffe, ich krieg jetzt nicht noch Ärger irgendwie, weil ich die Schicht zu lange überzogen habe. Aber wir sind jetzt normalerweise auch direkt gleich bei der Polizeiwache hier rechts abbiegen.
Was ist denn das für eine Ampel? Die Fußgängerampel hat grün, bloß die für die Fahrzeuge hat grün. Das ist doch lebensgefährlich. Habt ihr es gesehen? Ja, das war ja, oder ist ja eine komische Ampelschaltung. So, wie Profi. Achso, Licht sollte man vielleicht noch ausschalten wie ein Profi. So, Licht ist aus. Ich mag den Geländewagen total. Ich finde, er ist super, um die ganzen Fahrspuren abzusperren. Ich finde, der ist einfach super. Jetzt ist der Rückwärtsgang wieder drin. Egal. Der ist mega super, finde ich, um, wie gesagt, die Unfallstellen abzusperren. Ich finde, der ist vom Blaulichtdesign mega cool. Ist schon ein schönes Fahrzeug, auf jeden Fall. Aber der Crown Vic, der ist halt auch, das ist halt einfach so ein Traumauto von mir. Hätte ich das Geld, würde ich mir auch so einen importieren. Ganz klar. Aber einmal habe ich so ein Fahrzeug schon mal in der Realität gesehen. Auf dem Mediamarkt-Parkplatz. War aber eine zivile Variante, aber ich finde die trotzdem mega cool. Mega cooles Teil. Ja, smart. Auch für den Einsatzzweck durch Parks zu fahren und so weiter, auch ganz cool. Wir haben aber noch ein paar weitere Polizeifahrzeuge. Und da fällt mir gerade ein, wir hatten vor ein, zwei Folgen, glaube ich, ein weiteres Fahrzeug freigeschaltet. Das habe ich immer noch nicht gezeigt. Habe ich komplett vergessen. Wir haben den SUV noch freigeschaltet. Und ich bin jetzt endlich ein Polizist, der Verbrecher mit aufs Revier bringen kann. Ja, das ist doch mal eine wunderbare Beförderung. Ja, geil. Okay, wird Zeit, dass wir das können, wollte ich damit eigentlich nur sagen. Und ich werde mal gucken, dass wir in der nächsten Folge dann vielleicht mal in die Garage gehen und den SUV auch mal einen Parkplatz irgendwie besorgen. Würde ich ganz cool finden, damit wir den auch nochmal sehen. Den hatten wir zwar schon damals bei Staffel 1 quasi im Police Simulator gezeigt, da war, ist ja immer noch neu dazugekommen, da hatte ich ja auch den dann gleich ins Spiel mit eingebunden, aber hier in der Staffel 2 fehlt er jetzt natürlich noch. Machen wir in der nächsten Folge, wenn ich dran denke. So, wir haben auch eine neue Nachbarschaft freigeschaltet. Sehr, sehr cool. Callahan. Okay, bestätigen wir. Sonst noch irgendwas? Nö. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Das ist das neue Stadt, der neue Bezirk. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr neu seid auf dem Kanal. Gerne auch die Videos teilen, würde mich sehr freuen. Und gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Ja, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.